Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WWE 2K19 Universe 0815 live. Ja, die letzte Wochenshow vor Extreme Rules, das heißt, wie ich gestern schon angekündigt habe, ich werde heute keine Rankings zeigen. Nochmal eine kleine Überraschung, damit ihr nicht genau wisst, wer dann morgen bei Extreme Rules ein Titelmatch bekommt und wer keins bekommt. Kann sein, dass die Leute, die gestern Hauptherausforderer sind, nach der heutigen Show auch noch Hauptherausforderer sind, dann bekommen sie natürlich morgen ein Titelmatch. Kann aber auch sein, dass es auch Wechsel gibt. Ja, wir werden es im Laufe der Show vielleicht auch noch sehen, bei den wirklichen Rivalitätsmatches und bei den Rivalitätsmatches kann es ja immer mal sein, dass dann wird ja immer mal angezeigt, wie sich die Rankings verändert haben. Aber genug geredet, wir legen los mit 0815 live. Und das erste Match heute Abend, was wir auch zeigen werden, ist ein Rivalitätsmatch. Und zwar Kyle O'Reilly gegen den Mike Cioli. Ja, Kyle O'Reilly ist doch gleichzeitig, ist nicht nur der Feind von Mike Cioli, sondern er ist auch Hauptherausforderer auf den Titel von Finn Balor Demon und hat zusätzlich noch den Money in the Bank Koffer. Also, schauen wir mal, ob sich durch dieses Rivalitätsmatch, da der Mike Cioli auf Platz 2 ist, hinter dem Kyle O'Reilly, etwas verändert. Vielleicht hat er dann statt Kyle O'Reilly morgen Mike Cioli das Titelmatch. Wir schauen uns an. Schwung schnell, Einzug aus und ab geht's. Halt. Schwung schnell will ich. Ja, dann schauen wir uns den Anzug an. Oder auch nicht. Oh, und eine Attacke von Kyle O'Reilly gegen den Mann Cioli mit dem Vorderkampf. Mob gewinnt. We want this matchup to happen in unfair advantage here. Und da läutet die Ringglocke. Mal schauen, ob der gute Mike Cioli dennoch vielleicht gewinnen kann, obwohl er schon geschwächt ins Match geht. Im Moment scheint es aber so zu sein, dass er durch seine Schwäche etwas schwächer ist. Aber da kommt der erste Reversal von ihm. Und der erste Kick. Schön von Mike Cioli. Da kann der gute Kyle O'Reilly und der noch reversen. Und fliegt erstmal raus durch den guten Mike Cioli. Und der Sprung in der Nähe. Zum Glück liegen überall Matten aus. Sonst hätte das sehr, sehr weh getan, glaube ich. Oh, und der Move in der Nähe von Mike. Und ab an den Ring mit Kyle O'Reilly. Und zwar ich mach da weiter, wo er draußen aufgehört hatte. Mit der Bearbeitung von Kyle O'Reilly. Und jetzt ein schöner Armbar. Oh my goodness, this hurts! Oh! He's not looking like himself here. He's gonna need to find a way to fire back. The good news for him is that his opponent's offense is likely packing a little less of a punch, considering all the damage he was able to inflict earlier in this match. Knee drop! That was nasty. So precise. Lightning fast reflexes. You gotta believe this one's over. Boom, what impact! Ah, trotzdem sind ja die ganzen von Kyle O'Reilly. Jump ist Mike mittlerweile doch wieder ein gutes Match angekommen. Und hat einen kleinen Tanzlauf vollführt. Und jetzt kommt sein Comeback Move. That's just great execution. Oh boy, he is rolling. Oh man, what a hit. Knocked right off the apron. Aber jetzt der Schlaf von Kyle O'Reilly und die Platzwunde bei Mike. Und der Reversal. Und der Konter von Kyle O'Reilly. Ein spannendes Match mal wieder.
Ooh, that'll mess up your shoulder. Oh, das hat gut an der Schulter. Smooth transition. Oh boy, he's... Und ein Aufgabe-Move. Klopft er ab. He's on the defensive now. Nein, er kommt noch einmal raus. Der wurde mal so lieb. Und der Reversal. Und der nächste Reversal von Tyler Riley. Oh, da konnte sich der Bruno Mai gerade noch so retten. He's going for it all. Look at this. Oh. Setting it up. Nailed it. This one. Und der erste Mittelversuch, aber der scheitert direkt. And there's his speed paying off. Und der kleine Finisher vom Mr. Lee. Und er geht durch. Und der Pin-Versuch. War jetzt das erste Mal die Mitte. Aber jetzt der Pin-Versuch. An Tyler Riley. Aber Tyler Riley kommt noch einmal raus. Und er konnte den kleinen Sprung von Max Rudi. Great job escaping, trying to turn this thing around. O'Reilly is showing signs that it could be ending soon. This might be the beginning of the end for him. This is all but over. Clearly, they're both running out of fuel right now. And at this point, it might just be a matter of which superstar's tank reaches empty first. I don't like the look in his eye here, folks. Here he goes. He's making it. Und der Sprung geht leider daneben. Shut it down. Oh, continuing to punish them. But I don't know how much gas he has left, guys. This might be it. Oh, my. Was war das nach Chopkick? That one sah interessant aus. I didn't realize he had such a glass jaw. Und der Pin-Versuch von Tyler Riley. Und Tyler Riley gewinnt dieses Match. Hat wohl doch was gebracht, dass er Mike Sully am Anfang angegriffen hat. Ja, herzlichen Glückwunsch schon mal an Tyler Riley. Big win here to start the show. Yeah, the performance. Ja, Kyle O'Reilly ist immer noch Hauptherausforderer. Hat mit der 2 plus 5 Kühn und ist aggressiv. Hat 2 positive Status-Effekte. Oh, der Rune Mike Sully ist auf Platz 3 abgerutscht im World Championship Ranking. Hat 2 negative Effekte. Stolz minus 2, beharrlich plus 2, Feier plus 1. Und ist beharrlich. Ja, wir gehen weiter. Bis zum nächsten Match. We'll see if the next match lives up to the hype. Und das nächste Match heute Abend. Der Freaky Wolf gegen den Nightmare. Und es gewinnt der Freaky Wolf. Danach der Lexi Jumper gegen Eli Samuels. Und es gewinnt der gute Eli Samuels. Und er bleibt damit Hauptherausforderer. Ja, er ist aggressiv. Der gute Lexi Jumper ist stolz. Bleibt auf Platz 2 des Championship Rankings. Danach Viper Banks gegen El Pusico. Und es gewinnt El Pusico. Und hier könnte eine Rivalität entstehen. Viper auf Platz 4 und El Pusico auf Platz 2. Und hat 2 positive Status-Effekte. Danach Olaf von Anhalt gegen The Flying M. Und es gewinnt Olaf von Anhalt. Und auch hier könnte sich eine Rivalität entwickeln. Olaf mittlerweile auf Platz 13 und The Flying M auf Platz 3. Danach Finn Bader Dämmen gegen Linz Dorado. Und es gewinnt Linz Dorado. Auch hätte ich nicht erwartet. Und dann das nächste Match, was wir heute zeigen. Das letzte Match für 9.15 Live. Der gute Rob Hogan kämpft gegen den Black Pain. Schwung schnell, eins raus. Ab geht's.
Und da sind wir im Match. These competitors are squaring off, looking to outmatch each other. It's gonna be a tall task for one of these two. Und der Slap. Slam. Und immer Vogel mit einem schönen Triff, ein schöner Armbar gegen den Black Pain. Und dann wird er weggeschubst von Black Pain und er kommt mit dem Rush Move. What a strike, right on the mark. He's a long way from a three count, I can tell you that. So resourceful. Und der Reversal von Black Pain. Und der Chopping hier nehmen. Aber ein schöner Uppercut. Running Hurricane Rana. Und der Running Hurricane Rana von Reformen. Und der nächste Reversal von Black Pain. I know it's early, but he has to do everything in his power not to let this get out of hand. Jam your leg in a bad way. He's stalking his opponent from the top. Black Pain, spoon for most of these guys. Don't you dare get up, man. Incoming. Und der Dropkick geht gut. Und der fünfte Versuch, aber Roppong kommt direkt raus. Oh, look at this. Oh, kick. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. Here he goes, Moonbreaker! Is it enough, though? A takedown of colossal proportions right there. He's got him covered. A kick out before three. It'll take a lot and for the next to keep him down. He has him right where he wants him. This is it. Und ein schöner Falldriver von Black Pain. Und der nächste Mitversuch. Was ist das denn jetzt? Nein, Roppong kommt noch einmal raus. Eludes that one. Und Hurricane Rana von Black Pain, von Reform, sorry. Und ein schöner Move von Reform. Der Black Pain steht wieder auf. Hat nicht gut für den Reform. Definitely not where you want to be right now. Gotta find a way to get out of this, Michael. This might be it. Oh my. What a hurricanrana. Great one-on-one action here tonight. It doesn't get much better than this. Oh, schon so, dass er wieder reingeht. Und der Reform ist plötzlich in den Ring rein.
Und der kleine Finisher vom Rob oben. He's looking at it. Und ein schöner Move, der schöne Finisher vom Rob oben. Und der Flick Fane tut tatsächlich noch einmal raus. Und der Hüderslo von Black Pain. Es liegt eben der los. For a while there, it looked like he was going to take this match. It's amazing how quickly things can change here in the WWE. Here he goes. Nailed it. Got every ounce of that one. This could be over. He's firing on all cylinders. Big time takedown right there. This might just be it for him, Michael. The end of a code breaker. Wow, what impact. This is his opportunity to. We got a cover. Two. And he got a near fall out of it. Zero point. Yeah, but he's hurt, guys. No, he reverses it. Nobody controls the pace of the match from the home. Quite like this guy. And he did out of that shot. Uh-oh. Northern Lights. Und der nächste Versuch von Rob Hogan, noch nicht. Brainbuster! Und der Brainbuster. Und der Rüssel von Black Pain. Das war ein schön spannendes Match hier. So, das ist der nächste Versuch von Black Pain. Nein, das ist nicht. Oh, der Punch war gerade verbogen. Und der nächste Versuch, ich glaube, das war's jetzt. Tatsächlich, der Black Pain gewinnt gegen den Rob Hogan. Was war ein schönes, spannendes Match. Here is your winner, the Predator, Black Pain. Ladies and gentlemen, that's... Wir schauen jetzt in die News rein und in die Rivalitäten. Noch bevor die Glocke ertönte, stürzte sich Carlo Valle direkt auf Mike Sioli und prügelte in der Ecke auf ihn ein, bis erst zum Ringrichter gelang, ihn aufzuhalten. Das Match konnte fortgesetzt werden, aber aufgrund dieser aggressiven Acht war der Schaden bereits geschehen. Ja, haben wir eben gesehen. So, die beiden haben noch eine starke Rivalität, noch eine Woche lang. Und wir gehen weiter zu ECW, denn wir zeigen heute kein Ranking. Und weiter geht es mit ECW. Und das erste Match heute Abend, John Daniels gegen den El Marco Jr. Und es gewinnt John Daniels. Danach Johnny Gargano gegen den Old Man Travis. Und ich würde sagen, das zeigen wir einfach mal. Schon schnell, Einzug aus. Ab geht's. And we're underway. Looking at these two men, I don't think there's going to be anything traditional about this one-on-one matchup. Und Gargano drängt Old Man Travis erstmal in die Ecke und wird auch vom Ringrichter auseinandergebracht. No one's backing down here. What an impasse. Und dann steht der Schlag von Travis. Und das war der Ringrichter. Into the tie-up they go, but who's going to end up with the upper hand? And the tie-up, make no mistake about it. This is all about skill, determination, and power. Drop down.
Und der Move ging, und beide Moves kriegen daneben. Oh Mann, das ist schlecht. Und ein schöner Kick von Oakman Travis. Oh, und den hier auch daneben ist. Outrageous athleticism on the Hurricanrana. Knee drop. That was nasty. So precise. Und sehr schön vom Oakman Travis. This might be it. Oh my. Und jetzt chillt erstmal in der Renault. Und der gute Renault wieder wieder zu. Hooked him up and the slam. Und der Pick versucht. Alex Travis kommt jetzt wieder raus. Und der konnte er vom Oakman Travis. Seine Reversen besser gesagt. Und der Reversal von der Renner. Alex Travis wieder zurück. Und ein schönes Move. Hey, you're gonna absorb some punishment in a wrestling match. It just goes along with the territory. Oh, und die Stufe für den Travis. I doubt he's all that concerned at this point. The good news for him is that he doesn't appear to have taken too much offense up to this point. Ouch. But that can obviously all change. Oh, man, hat der Renault die Oberhand. Aber der Reversal von Travis. Und der Fünfversuch. Aber er geht richtig schief. Denn der Renault kommt direkt raus. This is what makes him one of the best in the business. Harsh impact. Und dann bin ich hier im Service. Argento. Oh, ich hab das wieder getrun. Und Volltreffer. To the turnbuckle. Now that's how you make a statement. Oh man, what a move. That might just be it. Oh, elbow in the face. He's looking banged up here, guys. And it looks like things are about to get even worse. Oh, there's the impact. I'm not sure how much he has. Yeah, there's no way this match isn't over after that one. When und dann der Schock hinter ihm. Und Oakman Travis lässt sich die Stunde kriegen. This could be all she wrote. Ooh, what impact. This might be the opportunity he needed. Johnny Gargano's just getting over. We've got a cover. Und dann ist er hin. Aber er rennt auch 100 Top nachher mal raus. Und der gerade Finisher vom Oakman Travis. Mal schauen, ob er durchgeht. Nein! Johnny Gargano reversal ihn. Und setzt an, zogen auf. Doch nicht. Ich denke, das ist ein Aufkommen-Move. Irgendwie sieht das aus, als ein Aufkommen-Move ansetzt, aber irgendwie auch nicht. Ein heftiger Schlag. Oder versetzt. Und der Pit-Versuch von der Renault. Aber die Service kommt noch einmal raus. Wow.
When Monday Night Raw heads to your neck of the woods, do yourself a favor. You'll be a part of the longest running weekly episodic television show in history. With action like this, it's no wonder Raw is on. Impactful slam! But he's got to capitalize now. Und es kommt, und es ist Thornton Truth. Das ist ein Kalifus. Crashing down. I think this is the beginning of... Ooh. Nice. Shut it down. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. Looking for the win. When this guy's on, look out. Down he goes. That'll do it every time. He's got the shoulders down. And he kicks out. Aber er muss nimmt. I don't like the look in his eye here, folks. Oder nächster Windversuch. Nein, doch nicht. Ein Aufgabemove von Johnny Gargano oder auf Johnny Wrestling. Going for something else, it seems. I suspect he knows something that we don't, Cole. Why else would he just let him out of that hole? Oh, the old head scissor. What a stomp. Good grief. Shoulder up. And we continue. If you're this superstar, you gotta be happy about where you're listed in the recent power rankings. Johnny Gargano looks like he's really struggling under this pressure. Oh, he's as good as finished. Tonight may not be his night, guys. Und der Fünfversuch von Walter Travis. Also Gargano kommt noch einmal raus. Chose the heart of Johnny Wrestling. He will not quit. Oh, ich dachte, das ist die Ecke. Ja, und der typische Ecke-Move. Und was die Platzhole bei Johnny Gargano. Job geschief. Und Johnny Gargano lässt sich erst einmal feiern. Und sein Move geht daneben. Und ein schöner Move vom Walkman Travis. He's got him. Und der geladene Finisher vom Walkman Travis. Und er geht durch. Und er scheint den Finisher-Such jetzt. Das wäre ihm zu wünschen. Nein, Johnny Gargano kommt noch einmal raus. Wahnsinn. Und der Ruhe-Such von Gargano. Und die ganz tolle Weiche, Travis. Und der Pin. Und auch Ben Travis kommt noch einmal raus, diesen Pin-Versuch. Mit all the damage done, you have to wonder how much more it'll take. Oh boy, he is rolling. Oh, he turns it around. Whoa, Gargano dodges that one. Johnny's
so quick. What a slam! Impactful. It'll jar your spine. Uh-oh! I think I know what's about to boom! Und der nächste finde ich in der Runde, der durchgeht. This is Johnny Gargano's match. Here we go for the win! Two! Und das war's. Johnny Gargano gewinnt gegen den Old Man Travis. Was ein heftiges Match. Und wir gehen weiter. Ace Ultimate gegen den guten Tyler Bate. Ja, Tyler Bate habe ich gestern Abend das erste Mal gesehen. Ich habe gestern Abend als kurze Info NXT Takeover UK geschaut. Mit einem Tyler Bate. Und Tyler Bate ist echt heftig, also. Die haben ein Tag Team Match, Tyler Bate ist ja in einem Tag Team drin. Und er hat beide Gegner auf einmal kurz hochgehoben, was echt interessant war. Ja, aber jetzt zum Match. Ace Ultimate gegen Tyler Bate. Und es gewinnt Tyler Bate und es könnte sich hier eine Rivalität entwickeln. Ja, Ace Ultimate auf Rang 3 des 7 Championships und Tyler Bate auf Rang 11. Danach TJP gegen den Black Druid. Es gewinnt der Black Druid. Der Goldjunge gegen The Future Road. Und es gewinnt der Goldjunge. Und danach noch das Match der Fleming Family gegen den David and Rollins. Und es gewinnt der Fleming. Er ist auf Rang 6 von Championships. Hat zwei positive Status-Effekte, die einmal 2 und einmal 3 mal gestellt sind. Und David Rollins auf Platz 5. Und hat einen negativen. Ja, letzter Match von ECW für heute. Larry Sanchez gegen den Green Hero. Und es gewinnt der Green Hero, der auf Rang 16 ist. Und Larry Sanchez und der Green Hero ist auf 9. Und ja, wir gucken kurz in die News und in die Rivalitäten rein. Und dann gehen wir weiter zu Clash of Champions. White Tiger kann zum Ring, um beim Kampf seines Rivalen einen Platz in der ersten Reihe einzunehmen. Er plant ganz offensichtlich, seine Rivalen während des Matches abzulenken. Fleming vermüllen, durchschaut seine Absichten und nutzt seinerseits die Gelegenheit, indem er sein Detentiert auf seinen Rivalen am Ring warf und ihn so demütigte. Auch interessant. Rivalität rein, da haben wir einmal noch eine sehr starke Rivalität, die 5 Wochen verbleibt zwischen dem El Marco Jr. und dem Future Road. Dann Johnny Gargano gegen Rey Mysterio vielleicht nach einer Woche. Ist sehr stark. Und der White Tiger gegen den Fleming Family bleibt noch 5 Wochen. Dann haben wir eine Münchenrivalität zwischen El Rolini und Old Man Travis. Die Politik der Flying Gold. Flying Peace, sorry. Den Black Twin gegen den David Amp Rollins und Larry Sanchez. Eine Münchenrivalität mit dem Green Hero. Ja, und wir reden jetzt heute zu Clash of Champions. So, willkommen jetzt zur letzten Show für heute. Clash of Champions. Sold out and raring to go. I am amped up, pumped up, jacked up and ready to kick things off. What are we waiting for, fellas? Let's watch some fights. Time for the first match of the night. A night of champions contest between two impressive superstars. So, das erste Match. Gib mal den Ida Samuels. Und es gewinnt Ilya Samuels. Danach der Goldjunge gegen den Loose Spirit, die Goldenen. Es gewinnt Loose Spirit. Dann eine Art von Battle Royale, wo ich nicht mehr dran gedacht habe, dass man die Bahnschein ein Match hat. Aber egal. El Rolino, Red Devil, Olaf von Anhalt, Glorious Boss, Flying Peace, Jack White Jr., Eatman und Viper Banks. Und es gewinnt der Flying Peace. Danach Crazy Horse versus den Black Droid. Es gewinnt The Black Droid, El Marco Jr. gegen David and Rollins. Und es gewinnt David and Rollins. Danach El Pusico gegen den White Tiger. Es gewinnt der El Pusico. Und er ist tatsächlich dann der Shop-Herausforderer auf dem World Championship geworden. Hat einen Feind und zum Moment nicht mal an. Und der White Tiger ist auf Platz 3 des World Championship Rankings. So, der Jordan Daniels gegen den Jordan XYZ. Und es gewinnt der Jordan XYZ. So, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da und schreibt es in die Kommentare.
Freut euch auf morgen, denn der nächste Pay-Per-View steht an. Wir sind bei Extreme Rules und werden ein paar schöne Matches zwischen Stipulation haben. Wahrscheinlich auch ein paar Titel-Matches. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und sage Tschüss für heute. Bis morgen um 18 Uhr. Euer Hergi.